Jetzt geht es darum, dann explizit die Speicherdaten von diesem System auf das andere zu übertragen, weil Nintendo hat das nicht so gemacht, dass die in einem Cloud-Service komplett synchronisiert bleiben, direkt am Anfang, sondern man muss einmal manuell dieses Teil initialisieren zu uns, also von der alten zur neuen. Und dann wird es in den automatischen Bunch aufgehoben. Das bedeutet, als allererstes sollten wir hingehen und auf der alten Konsole die primäre Registrierung entfernen, damit die neue Konsole, die jetzt hier unten ist, diese annehmen kann. Dazu gehen wir in den Nintendo eShop. Das ist jetzt der Weg, auch ohne das Online-Angebot, damit diese Konsole hier oben zur sekundären wird und diese zur primären. Die neue zur primären, die alte zur sekundären. So, Hauptkonsole aufheben. Wenn wir uns dafür entscheiden, muss beim Spielen von runterladbarer Software bzw. runterladbaren Inhalten, die über diesen Nintendo-Account gekauft wurden, eine Verbindung zum Internet natürlich hergestellt werden. Durch das WLAN, welches wir angeschlossen haben, oder die Docking Station, die mit dem LAN-Port ist, das ja kein Problem. Damit ist jetzt die Registrierung aufgehoben von der oberen. Die nächste Konsole, mit der wir über die Home-Menü oder Nintendo eShop aufrufen, wird automatisch als Hauptkonsole für diesen Nintendo-Account dann registriert. Okay, auf geht's. Wir gehen jetzt hin und gehen hin und gehen hier jetzt in den Nintendo eShop als Beispiel. Okay. Okay. Wir gehen natürlich mit dem Nutzer, der jetzt hier die primäre Konsole sein soll, hinein. Und dadurch wird dann die besagte Konsole zur Hauptkonsole. Das ist jetzt geschehen. Wir schauen nach, gehen auf den Account, schauen runter und Hauptkonsole, diese Konsole. Und dann haben wir hier zu sehen, Hauptkonsole, nicht diese Konsole. Gut, wenn wir jetzt schon einmal im eShop sind, haben wir jetzt also die Hauptkonsolen und sekundären Konsolenfrage geklärt. Jetzt geht es natürlich darum, dass wir loslegen und die Speicherstände etc. runterladen. Dafür müssen wir aber natürlich erstmal uns überlegen, was wollen wir überhaupt auf der neuen Konsole haben. Denn der Übertragungsweg, wo beide Konsolen weiterhin benutzt werden, sieht nicht vor, dass hier eine Spiegelung direkt kommt. Das geht nur, wenn wir am Anfang der Einrichtung eingestellt hätten, dass wir den kompletten Account übertragen und die alte Switch sozusagen wegschmeißen oder formatieren werden. Auf beiden Konsolen zusammenspielen, ne, ist also möglich, wie ihr seht, mit den gleichen Accounts. Aber wir müssen jetzt manuell erstmal sozusagen die Software für diese Konsole wieder neu herunterladen. Dazu gehen wir auf erneut herunterladen im eShop. Dann können wir hier auswählen, was für Software wir gerne drauf haben. Das hat den Hintergrund, dass man ja nicht unbedingt auf der ersten oder zweiten Konsole wieder die gleichen Spiele spielen möchte, obwohl sie ja da sind. Wir sehen, hier sind Arms, Animal Crossing, Burnout, Fortnite etc., Minecraft etc. 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 drauf. Und diese ganze Software können wir jetzt wieder neu herunterladen. Holen wir zum Beispiel Arms wieder runter und der Download wird gestartet und dann im Hintergrund natürlich durchgeführt. Animal Crossing als Beispiel. Und nochmal Burnout. Also wir holen uns jetzt hier wieder alles runter, was man gerne so gespielt hat und was man eventuell auch wieder spielen möchte. So, und wenn wir jetzt nämlich auf den Home-Bildschirm gehen, sehen wir, dieser Home-Bildschirm ist jetzt schon ein bisschen gefüllter. Und ihr seht auch, unten sind ein paar Leisten, die sich langsam füllen werden, denn dann werden diese Spiele heruntergeladen. Um jetzt demzufolge dann auch noch die Speicherstände darauf zu bekommen. Bei Animal Crossing, weil es jetzt hier ist, geht es nicht. Da muss man eine extra App benutzen. Aber bei den anderen sollte es ja auch so funktionieren, dass wir dann hier Dateiverwaltung, also ich habe Plus gedrückt auf die Software, dann Speicherdaten übertragen. Die könnten wir nämlich jetzt von hier drüben nach hier senden, ne? Und oder Speicherdaten Cloud, das ist die zweite Alternative. Wenn dann keine Speicherdaten auf der Cloud sind, wenn ihr hier Nintendo Online haben solltet, würde das nämlich dann über die Speicherdaten Cloud abgewickelt werden.
Um diese zu übertragen, geht halt dann der Weg über das besagte Übertragungsgedöns. Das heißt, wir gehen hin, Speicherdaten übertragen auf der alten Konsole, wählen das aus und wollen jetzt, wir können Speicherdaten auf eine andere Konsole in der Nähe übertragen. Das heißt also, Speicherdaten können wir nun an eine andere Konsole senden, dann unseren Account auswählen und dann müssen wir natürlich noch auswählen, welche der besagten Speicherdaten übertragen werden sollen, aus der Liste der Sachen, die auf der alten Konsole halt verfügbar waren. Und dann aus dieser Liste können wir aussuchen und jetzt hier zum Beispiel, wir nehmen jetzt wieder Burnout Paradise als Beispieltitel jetzt und dann übertragen wir die gesagten Sachen. So, diese Speicherdaten werden an eine andere Konsole gesendet. Die gesendeten Speicherdaten werden auf dieser Konsole dann aber auch gelöscht. Das muss euch auch klar sein. Die werden dort weggesetzt, weil ja im Beispiel des Burnout Paradise Remastered ja Online-Funktionen dabei sind. Das heißt, Speicherdaten senden wir jetzt. Jetzt gehen wir natürlich bei der anderen Konsole hin, weil wir wollen ja die Speicherdaten allem empfangen. Das heißt, wir gehen hier auf Burnout, drücken Plus. Datenverwaltung, Speicherdaten übertragen. Und hier müssen wir jetzt Speicherdaten empfangen machen. Und nun können wir die Konsole vorbereiten und die Konsole dann nah beieinander. Und die Speicherdaten werden jetzt runtergeladen. Seht ihr? Zack. Dauert ein Momentchen, dann werden die Speicherdaten empfangen. Hier oben steht: Alles klar, die Speicherdaten wurden gesendet. Hier unten Speicherdaten erfolgreich empfangen. Alles klar, alles klar. Nun sind die Speicherdaten hier von der Konsole auf diese übertragen worden. Und nur weil Burnout Paradise Remastered als Beispiel jetzt nicht nur ein reines, sondern auch ein Online-Modus hat, können diese Daten halt nur von dort nach dort geschaufelt werden, aber nicht gleichzeitig verwendet werden. Weil ansonsten hättet ihr ja die Möglichkeit, dort durch, wenn ihr irgendwas verkackt, irgendwas verkauft, irgendwas verliert, schnell auf die andere Konsole zu wechseln und dort weiterzuspielen, da ist es ja noch da. Nee. Nee, das wäre ja irgendwie Sinn verbraucht. Und deshalb hat sich Nintendo so jetzt darum gecheckt, dass das so angewandt wird. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich. Gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. So und so.